Herzlich willkommen bei diesem Workshop über Abhängigkeiten, Abhängigkeiten in der IT. Der Workshop hat am meisten Anmeldungen im Vorfeld. Das Thema scheint zu interessieren. Wir haben auch heute Morgen einige Male von Abhängigkeiten gehört. Wir haben Fesseln gesehen, Ketten. Es scheint etwas zu sein, das bewegt. Wir haben auch Aspekte zu der Lösung oder Ideen der Lösung von Abhängigkeiten gehört heute Morgen. Eine war Open Source. Wir haben jetzt in diesem Workshop etwas die Gelegenheit, diesen Aspekt genauer zu beleuchten und anhand von Beispielen, Fallbeispielen, dann auch etwas versuchen, die Frage zu beantworten, ob das in Ihrem Kontext, natürlich die Beantwortung überlasse ich dann Ihnen, ob das in Ihrem Kontext eine Lösung sein kann, um etwas entfesselter, etwas weniger geknebelt hantieren, agieren zu können. Wir hören zwei Fallbeispiele, zuerst eines vom Geoinformationssystem von Uster, von Andreas von Laufen. Er wird dann starten. Danach werden wir hören die Geschichte der GIMP, des GIMP-Pilotprojekts, Einführung einer Open-Source-Alternative für Photoshop auf Bundesebene. Da wird Daniel Wild von dem BBL und Adriana Nikolaskowska uns etwas darüber erzählen. Am Schluss kommt dann noch der ehrenwerte Herr Stürmer, uns etwas erzählen über die Open-Source-Checkliste in der Beschaffung. Und da wird es sicher auch noch den einen oder anderen spannenden Gedanken geben. Und jetzt übergebe ich das Wort an Andreas von Laufen von der Stadt Uster. Vielen Dank. Ich begrüße Sie herzlich zu meinem Referat über Open-Source-GIS in der Geodateninfrastruktur und GIS-Infrastruktur der Stadt Uster. Ich möchte mich auch bedanken, dass wir eingeladen wurden, QGIS, und uns hier vorstellen zu dürfen. Darf ich gleich fragen, wer von Ihnen setzt GIS oft oder fast täglich ein? Ja, es sind doch einige. Ich hoffe, ich kann Ihnen auch etwas Spannendes vermitteln. Einsteigen möchte ich mit einer kurzen Vorstellung der Stadt Uster. Dann mache ich zwei Teile. Zuerst spreche ich über das GIS der Stadt Uster und anschließend über QGIS und QGIS.org. QGIS ist die Basis des GIS der Stadt Uster. Die Stadt Uster hat über 35.000 Einwohnerinnen und Einwohner, zählt oder ist die drittgrößte Stadt im Kanton Zürich und zählt zu den größten 20 Städten der Schweiz. Der Slogan der Stadt Uster ist Uster, Wohnstadt am Wasser. Ich wollte es genauer wissen und habe deshalb mal geschaut. Uster hat eine Fläche von ca. 28 Quadratkilometern. Das sagt Wikipedia, das sagt aber auch das GIS der Stadt Uster. Dann habe ich nachgeschaut, wie viel stehende und Fließgewässer gibt es denn in Uster. Das ist nicht so viel, das ist nur 0,17 Quadratkilometer, ergibt gerade mal eine Prozentzahl von 0,6. In dem Fall ist die Rechnung etwas zu einfach, denke ich, um wirklich Wohnstadt am Wasser sagen zu können. Da müssten noch andere Koeffizienten herangezogen werden. Aber immerhin, dank dem GIS der Stadt Uster, war ich in der Lage, diese Zahlen rauszubringen. Damit komme ich auch gleich zum ersten Teil, nämlich zum GIS der Stadt Uster. 2007 hat Andreas Neumann, der damalige Leiter des GIS-Kompetenzzentrums der Stadt Uster, mit dem Auf- und Ausbau des GIS begonnen. Es ging zunächst darum, die verwaltungsinternen GIS-Bedürfnisse im Intranet zu befriedigen. Es ging auch darum, die städtische Infrastruktur zu dokumentieren. Und dazu musste er eine Geodateninfrastruktur aufbauen. Interessant ist, dass zu diesem Zeitpunkt Open Source GIS im WebGIS-Bereich und im Datenbankbereich bereits etabliert war, im Desktop-GIS-Bereich aber noch nicht, bis auf die Ausnahme des Kantons Solothurn. Die zweite Phase startete dann 2011. WebGIS wurde der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt im Internet. Es ging darum, die Themen auszubauen und wichtig wurde auch der automatische Datenabgleich, um Daten ab anderen Systemen immer ins GIS Uster integrieren zu können.
Dann 2015, Ende 2015, hat Andreas Neumann, der das Gießen Uster aufgebaut hat, die Stadt Uster verlassen. Er ist heute Projektleiter Entwicklung bei der Gießfachstelle des Kantons Zug. Hier komme ich ins Spiel und sage etwas zu meiner Person. Ich habe das Gieß Uster von Andreas Neumann übernommen. Das war Anfang 2016. Zuvor war ich in der Privatwirtschaft tätig und auch bei der Kantonsverwaltung des Kantons Zürich. Dort habe ich ein kommerzielles Gieß eingesetzt, nämlich ArcGieß von der Firma Esri. Mich hat immer interessiert, wie konkurrenzfähig ist ein Open-Source-Gieß zu einem kommerziellen Gieß. Das habe ich für kleinere Projekte dann in der Kantonsverwaltung ausprobiert, aber auch privat. Da kam mir zugute, dass QGIS einsetzen, das ist so einfach, ich kann es nur runterladen, installieren und schon kann ich es nutzen. Ich habe mich dann auch gefragt, wie leistungsfähig ist ein Open-Source-Gieß gegenüber einem kommerziellen Gieß, und QGIS wurde immer leistungsfähiger. Die Softwarearchitektur des Gieß Uster kann in mehrere Ebenen unterteilt werden. Es gibt die Gießdienste, die werden durch eine Datenbank und eine Datendrehscheibe gewährleistet. Dann gibt es das Experten-Gieß, das sind Gieß für Gießfachleute, die täglich mit Gieß arbeiten. Und es gibt das Benutzer- und WebGIS. Dazu sage ich gleich mehr. Die GIS-Dienste. Dazu benötigen wir eine zentrale Geodatenbank. Das ist die Software PostgreSQL mit der räumlichen Ergänzung PostGIS. Dann die Datendrehscheibe. Auch hier wird Open-Source-Software eingesetzt, nämlich Google Ogre und auch vermehrt Ili2PG. Und hier kommt auch noch ein kommerzielles Produkt zum Einsatz, nämlich FME. Betrieben wird die Postgres-Datenbank und die Datendrehscheibe durch das GIS-Kompetenzzentrum. Bei den Experten-GIS handelt es sich um zwei Systeme, nämlich um AutoCAD Map 3D. Dort haben wir die Fachschale amtliche Vermessung und die Fachschale Abwasser. Und dann ist ebenfalls in Uster noch Small World in Betrieb für die Energie Uster AG. Diese Daten dieser Systeme, die werden über die Datendrehscheibe ins Gieß Uster abgeglichen. Bei den Desktop-GIS-Anwendern kommt QGIS zum Einsatz oder auch WebGIS. QGIS ist dazu da, um gelegentliche Daten zu erfassen, aber auch Ausgaben zu machen. Und alle anderen städtischen Benutzer benutzen das WebGIS als Auskunftssystem. Hier noch eine kleine Darstellung zu den Nutzern. Das sind stadtinterne und stadtexterne Nutzer. Als Fazit kann gesagt werden, das ist auch meine Erfahrung, dass mit Open-Source-Software die meisten Bedürfnisse einer kommunalen und städtischen Geodateninfrastruktur abgedeckt werden können. Wie ist das Gieß Uster organisatorisch aufgebaut? Es gibt, ich beginne zu unterst, das Kompetenzzentrum für Geoinformation. Dann gibt es neu das Board für Geoinformation. Es wurde 2017 ins Leben gerufen und ist zuständig für die operative Führung. Und es gibt die Strategiegruppe für Geoinformation. Sie begleitet das Gieß Uster seit Beginn des Gieß Uster und ist für die strategische Weiterentwicklung zuständig. Von der Aufgabenteilung her sieht es so aus, dass zu unterst eigentlich die Infrastruktur zur Verfügung gestellt wird von den Informatikdiensten der Stadt Uster.
Das GIS-Kompetenzzentrum ist für die mittlere Schicht verantwortlich, für Support, für Projektentwicklung, Software-Evaluation, Software-Entwicklung. Und zu oberst sind die Endanwender, die verantwortlich sind für die Geodaten, für die Erfassung und die Pflege der Geodaten. Damit komme ich auch schon zu meinem zweiten Teil. Hier geht es jetzt um QGIS und QGIS.org. Wie gesagt, ist QGIS die Basis des GIS der Stadt Uster. Die Entwicklung von QGIS begann 2002. Gary Sherman in Alaska wollte PostGIS-Datenbanken visualisieren und hat QGIS entwickelt. Wenig später kamen weitere Entwickler dazu, unter anderem Marco Hugendobler. Er ist heute in der Geschäftsleitung der Firma SourcePol und unterstützt er selbst und auch SourcePol die Weiterentwicklung von QGIS auch heute noch stark. 2004 kam dann der erste Windows-Release von QGIS. 2005 kamen erste professionelle Anwender, das war der Kanton Solothurn, und 2007 die Stadt Uster. 2007 war auch ein wichtiges Jahr, weil QGIS war ein sogenanntes Inkubator-Projekt von OS Geo. Das heißt, QGIS wurde in die Softwaresammlung OS Geo aufgenommen. Außerdem wurde das Project Steering Committee für QGIS eingeführt. QGIS Version 1 kam dann 2009 und QGIS Version 2 2013. Das ist heute auch noch im Einsatz in der Stadt Uster. 2015 wurde QGIS.org gegründet und auf Dezember 2017 ist QGIS Version 3 versprochen. QGIS ist das populärste Open-Source-Desktop-GIS, das es gibt. Es ist plattformunabhängig. Man kann es auf Linux, Windows und OS X einsetzen. Und auf Android ist es auch beschränkt einsetzbar. QGIS ist das zweitpopulärste GIS nach dem GIS ArcGIS von Esri. Wichtig an QGIS ist, dass QGIS Server immer wichtiger wird. Der große Vorteil ist, dass QGIS Server und QGIS haben die gleiche Codebasis. Das bedeutet, Darstellungen, so wie ich sie in QGIS Desktop habe, werden ebenso in QGIS Server dargestellt. Ich habe die gleichen Kartendarstellungen und so kann ich, was ich in QGIS Server publizieren will, ganz einfach mit QGIS Desktop konfigurieren. Es stehen zwei WebGIS-Clients zur Verfügung. Die WebGIS-Clients sind die, die dann auf QGIS-Server zugreifen und die Karten im Web publizieren. Mit QField steht eine mobile Lösung zur Verfügung auf Android und QGIS wurde in über 40 Sprachen übersetzt. Bei den Release-Zyklen ist QGIS schnell unterwegs. Da gibt es alle 4 Monate einen Release. Es gibt jährliche LT-Versionen für professionelle Anwender. Es gibt sogenannte Nightly-Builds. Wenn ich also wissen möchte, wie weit ist QGIS 3, dann kann ich mir einen solchen Nightly-Build herunterladen und installieren. Und wie gesagt, auf Ende 2017 ist QGIS Version 3 versprochen. Wer sind die QGIS-Anwender? Da gibt es in der Schweiz einige. Sicher genannt werden soll da der Kanton Solothurn, aber auch der Kanton Glarus und einige weitere Kantone. Bei den Städten sind es die Stadt Uster und Stadt Vevey, Morsch und so weiter. Dann gibt es Ministerien und Bundesämter, die QGIS einsetzen. QGIS wird in der Forschung eingesetzt. Auch globale Unternehmen setzen QGIS ein.
In der Versorgung wird QGIS eingesetzt durch die diverse Gemeinden. Von NGOs und Entwicklungshilfeorganisationen wird QGIS ebenfalls eingesetzt. Militär und Geheimdienst setzen QGIS offenbar ein. Die Presse setzt QGIS ein und selbstverständlich auch an Universitäten wird QGIS eingesetzt. Da stellt sich die Frage, wie viele QGIS-Anwender gibt es denn? Die Frage kann nicht beantwortet werden, denn für QGIS gibt es keine Registration und es gibt eigentlich kein User-Tracking. Immerhin, von QGIS Version 2.8 gab es 680.000 Downloads und QGIS Version 2.1.14 wurde 500.000 Mal heruntergeladen. Bei den Google-Suche sieht es für die Schweiz so aus, dass dicht gefolgt, beziehungsweise an erster Stelle steht hier das bekannteste GIS, nämlich ArcGIS der Firma Esri, und dicht gefolgt folgt aber QGIS, das sieht man hier, das ist die blaue Linie. Noch einige Fakten zu QGIS. Die Codebasis besteht aus 1 Million Zeilen, das sollen 276 Personenjahre Arbeit sein. QGIS hat eine sehr große Entwicklergemeinschaft, es ist eines der größten Entwicklerteams. QGIS kann in seiner Gesamtheit nicht gekauft oder verkauft werden, denn es untersteht der GPL-Lizenz. Es gibt ca. 30 bis 50 Kernentwickler, die regelmäßig Beiträge an QGIS liefern. Viele kommen aus Europa. Und 5 bis 10 Entwickler arbeiten hauptberuflich für QGIS. Was sind die großen Vorteile? Wie schon gesagt, QGIS hat eine große Community. Sie ist sehr lebendig. QGIS ist modular aufgebaut und benutzt freie Bibliotheken, wie zum Beispiel GEOS, PROI und Google Augur. QGIS hat eine schnelle Entwicklungsgeschwindigkeit. Es steht freier und kommerzieller Support in wenigen Tagen zur Verfügung. Die Entwickler sind direkt erreichbar. Es gibt keine Barrieren wie Produktmanagement oder Länderniederlassungen. QGIS ist, wie schon gesagt, plattformunabhängig. Es hat eine gute Erweiterbarkeit, entweder mit C++ oder mit Python. Für Python-Erweiterungen steht ein sogenannter Python-Plugin-Manager zur Verfügung. Es wird die Qt-Bibliothek verwendet für die Entwicklung von QGIS. Ursprünglich entwickelt wurde Qt durch Nokia. Mittlerweile wird es durch die Qt Company weiterentwickelt. Es ist eine riesige Bibliothek und ein riesiger Baukasten an Funktionen. QGIS ist günstig, weil es keine Lizenzgebühren gibt. Es gibt auch keine Lizenzprobleme. QGIS ist auch günstig, weil es keine Verpflichtungen gibt. Es gibt keine Wartungs- und Supportgebühren. Support muss nur bezahlt werden, wenn er auch wirklich genutzt wird. Dann gibt es die QGIS-Anwender-Konferenz und Entwicklertreffen. Das kann dann so aussehen. QGIS ist organisiert. Es gibt eine QGIS-Community. Wie schon gesagt, dieses Project Steering Committee. Dann gibt es ein Board. Es gibt Projekt Working Groups und verschiedene Voting Members. So werden die Bedürfnisse an QGIS zusammengetragen und die Entwicklung gesteuert. Hier sind die Menschen aufgeführt, die im QGIS Board mitarbeiten. Unter anderem hier dabei aus der Schweiz Andreas Neumann. In der Schweiz gibt es die QGIS Anwendergruppe Schweiz. Die ist 2012 gegründet worden. Sie hat 25 Mitglieder und mehr als die Hälfte aller Kantone ist hier vertreten.
Es gibt unterschiedliche Mitgliedskategorien zu unterschiedlichen Preisen, jährlichen Preisen für große und kleine Städte, für Einzelpersonen und für Studenten. Diese QGIS-Anwendergruppe Schweiz unterstützt viele Projekte. Da wird dann auch abgestimmt, was unterstützt werden soll. QGIS-Anwendergruppe Schweiz ist ein sogenannter Goldsponsor von QGIS.org. Es gibt Untergruppen für Projekte, die auf die Schweiz zugeschnitten sind, wie etwa QGEP. Dann gibt es zwei Jahrestreffen und ein dreiköpfigen Vorstand, und wenn erstaunt es, Präsident, hier ist der Andreas Neumann. Was sind die Herausforderungen für QGIS als Projekt? QGIS wird bottom-up entwickelt, die Basis sagt, was benötigt wird, im Gegensatz zu top-down bei anderen GIS-Systemen. QGIS.org hat keine Angestellten, damit haben das Board und das Project Steering Committee keinen Einfluss eigentlich auf die Entwickler. QGIS-Entwickler betreiben ihr eigenes Business, ihre eigenen Firmen. Eine Herausforderung ist natürlich die Fehlerbehebung und die Qualitätssicherung, auch die Dokumentation. QGIS.org hat nur sehr begrenzte finanzielle Mittel, nämlich etwa 100.000 Euro pro Jahr, und auch nur sehr begrenzte Marketingressourcen. Hier möchte ich auf die unterste Zeile gleich verweisen. Es wird geschätzt, dass Support und Entwickler einen Umsatz von 2 bis 5 Millionen Euro jährlich machen mit QGIS. Folgen Sie QGIS, das ist einfach möglich, nämlich über GitHub oder über Twitter. Und damit möchte ich Ihnen auch danken für Ihr Interesse und stehe für Fragen gerne noch zur Verfügung. Herzlichen Dank, Andreas, für diese Ausführung. Vielleicht eine ganz erste kurze Frage von mir. Was bedeutet das Goldsponsoring? Also wie viel, das geht an das Org, an die Org-Organisation. Und was ist das für ein Betrag, der da jetzt bezahlt wird von diesen Schweizer Städten und Kantonen? Bin ich jetzt nicht ganz sicher. Ich denke, das ist kein riesiger Betrag. Es könnte etwa 10.000 Franken sein. Aber das möchte von ich diesen nicht. 100.000 dann? Ja. Okay. Das sind aber auch andere Sponsoring. Natürlich die Stadt Uster zum Beispiel bezahlt auch immer wieder Projekte und Weiterentwicklungen. Die gehören auch in diese 100.000 hinein. Gut. Fragen? Da ist eine nicht allzu weit weg. Wenn Sie jetzt, Sie haben professionelle Erfahrung eben mit einem professionellen Tool und jetzt diesem Open Source Tool, was würden Sie die Hauptunterschiede aus unternehmerischer Sicht oder aus Ihrer Sicht? Also wo muss man aufpassen, wenn man jetzt irgendwie die kommerziellen Tools kennt und jetzt umsteigen möchte auf Open Source? Mir ist es eigentlich genauso gegangen. Ich bin von kommerziellen Werkzeugen gekommen und habe jetzt zu QGIS gewechselt. Und das hat mir eigentlich keine großen Probleme bereitet. Es war einfach wirklich, wie schon gesagt, viel einfacher, da einzusteigen, da auch jederzeit mal selbst was auszuprobieren, sei das auch in der Freizeit. Wenn ich das sagen darf, dann ging das mit QGIS sehr einfach. QGIS ist vielleicht etwas limitierter, was die Datenbasis betrifft. Ich würde empfehlen, dass man PostgreSQL und PostGIS einsetzt für die Datenbasis. Und ich könnte mir da vorstellen, das sind kommerzielle Systeme, bieten da viel mehr und viel andere Datenbanken an, um die Geodaten zu hosten. Und vielleicht muss ich, in QGIS habe ich immer viele Möglichkeiten und ich muss dann irgendwie im Internet schauen oder in der Community fragen, wie ich da am besten vorgehe. Ich frage einen Supporter, eben eine Firma, die QGIS supportet, und bei einer kommerziellen Software wüsste ich, da weiß ich genau, an wen ich mich wenden kann mit Fragen. Vielleicht ist das Fragen etwas aufwendiger.
Aber ansonsten finde ich, ist es kein riesiger Unterschied. Ich denke, es ist schwierig für Organisationen, die heute kommerzielle Software einsetzen, einfach von heute auf morgen auf Open Source Software umzusteigen. Es gibt es immer wieder, aber da muss man schon sehr viel beachten und kann nicht einfach so schnell einen Entscheid fällen. Das wäre jetzt eigentlich die perfekte Überleitung ins nächste Referat, aber es hat noch eine Frage und wir haben noch die Zeit. Vielen Dank. Ich weiß nicht, ob Sie ab und zu schon Weiterentwicklungsprojekte als Stadt Uster in Auftrag gegeben haben. Irgendetwas, das im Code von Qgis nicht vorhanden war. Nach welchen Kriterien vergeben Sie solche Aufträge? Oder vielleicht noch spezifischer, wenn Sie vielleicht Eignungs- und Zuschlagskriterien festlegen für solche Weiterentwicklungen, worauf schauen Sie? Zum Beispiel Commits in der Community oder was sind Ihre Kriterien? So wie ich das noch weiß von Andreas Neumann, er hat eigentlich genau gewusst, in welche Richtung er Qgis bringen möchte und konnte da ziemlich frei jeweils entscheiden, wofür er Geld der Stadt Uster investiert hat. Das ist ein bescheidenes Budget von 10.000 Franken im Jahr, das für Weiterentwicklung investiert werden kann. Und da war er ziemlich frei, das zu investieren. Eine größere Investition hat stattgefunden für Qgis Web Client 2. Das war dann ein Beitrag von 25.000 Franken, den die Stadt Uster aber wirklich ins Budget genommen hat, als speziellen Aufwand, um diesen Qgis Web Client 2 weiterzuentwickeln. Das hat auch noch Andreas Neumann initiiert und das entsteht eigentlich so, dass man weiß, in welche Richtung oder wo Bedarf ist, etwas weiterzuentwickeln. Die Qgis Anwendergruppe Schweiz weiß dann Bescheid darüber, listet all diese Projekte auf und bei der Generalversammlung werden diese Projekte vorgestellt und die Mitglieder entscheiden, wo investiert wird. Es kann jetzt sein, dass da ein Projekt nicht zum Zug kommt. Und dann kann sich ein Anwesender dort immer noch entscheiden, ja, er möchte dieses Projekt weitertreiben. Oder wenn man eben spezielle Bedürfnisse hat, dann stellt man selbst einen Entwickler an, schaut, habe ich noch Budget, um was weiterzuentwickeln in diesem Jahr oder im nächsten. Und dann funktioniert das so. Aber wir sind in der glücklichen Lage, dass wir eigentlich jährlich diese 10.000 Franken für Weiterentwicklung investieren können. Gut, dann herzlichen Dank noch einmal.